gleich den nächsten Kanal zu. Deiner Schutzkanal hier. Der braucht unser Eiter. Ja, achso, das ist der Wegtief. Der da unter mir steckt dann. Der will, glaube ich, heben. Ach, das kenne ich schon. Aber jetzt sind wir mal durch. Das war einfach. Das war einfach ein Respawn. LKW setzen. Los, voran! Gehen wir durch! Viel Spaß, ich war schon da drüben. Wie sieht's bei dir aus? Wo sitzen die? Hinter jeder Holzecke hockt einer, sie sind da im Gebüsch überall. Sie hocken sogar da drüben in 20 Meter Höhe auf dem scheiß Kamm. Ja, ich weiß. Du bist ja rübergekommen. Genau. Also, wurde jetzt, Matze jetzt einen Anlagen verlagert? Hat da jemand? Der ist im Wagen. Ja, ich weiß. Kleines Licht zum Hammel. Einen Rauch haben wir noch. Ja. Der ist hoffentlich nicht nass geworden. Nein! Oh, der ist. Ich habe ihn doch selber gerade eingeladen. Ein bisschen weiter in die Richtung, durch den Fluss und dann Richtung Dorf. Dann können wir die hier auch komplett umlaufen. Hier! Halt hier raus! Nein! Hey! Wie wär's, wenn wir mal komplett zusammen durchs Wasser rammeln? Ja! Echt bis weit von dem Spiel hier! Komm! So, Alex, Team Bas ist im Dorf. Ja, das Fahrzeug. Aber da ist hinter Palette einer! Nicht nur einer, es sind drei! Das haben wir da nämlich gehört. Wir konnten das Flashbang? Nee, Rauch. Dicker Rauch. Dann laufen wir hier. Ja, machen wir. Wir laufen direkt ins Dorf. Da kommen wir gerade her. Ja. Ach, da sind die nachgedrückt aus dem Dorf. Ja, wir sind vorhin durch den Fluss durch den Fluss und haben die Fack von hinten gekillt. Ah ja, okay. Und dann sind die erst nachgedrückt, weil dann wurden einige von uns von hinten weggeholt. Okay. Und ich bin gerade fast zum Respawn hier gewesen. Okay. Ja, kann sein, dass die Straße natürlich voll ist. Aber ja, gut, aber das bringt nichts mehr. Nee, wir haben, also wenn Matze oben angekommen ist, ist es eh vorbei. Richtig. Das ist jetzt nur die Frage, gehen wir mit dem Leben nach Hause oder gehen wir mit dem Tod nach Hause? Gehen wir mit dem Tod nach Hause? Ja, gut, ohne die Männer. Ja gut, ohne die Pack können sie das Auto eh nicht aufhalten. Richtig, also. Ja, jetzt, und dann lass uns da rüber gehen. Wir kommen sowieso an. Und wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Eben. Ja, und sobald Matze da ist, leuchtet die Pistole hoch, die Tür vorbei, wir haben gewonnen. Warum? Marco, ja, Nummer 6. Wir haben keinen Funkkontakt gerade, weil den haben wir irgendwie mitgeführt. Ja? Also wir haben nur keinen Funkkontakt da rein. Es geht. Genau. Aber also der Verbrauch ist ja schrecklos loslaufen. Ja, ja, ja. Wir haben wirklich gewartet, dass wir unter den Sternen. Echt? Ja, aber wir waren nur zwei, drei rüber, das ist tot. Das ist tot, ja. Wir müssen alle rüber oder gar nicht. Aber auch noch zwei Rauch. Aber gar nicht. Soll ich rüberflaggen? Ich habe auch noch eine. Also können wir gut einräuchern, die Jungs. Aber du darfst nicht vergessen, dass es von da bis drauf noch gute 600 Meter sind. Und letztes Mal, ich erinnere dich an die erste Mission im Dorf. Wir gehen dabei drauf. Ist mal Fakt. Also, wir klemmst jetzt das Ding hier rein. Zündest an, dann sieht dich keiner. Ich kann eine Rauchgranate mit nach Deutschland nehmen, weil die kein CE-Zeichen hat, oder? Ja, dann sowieso nicht. Ja, alles weg damit. Nichts wieder mitnehmen. Wir haben den Timer nicht aktiviert. Ingemar sagte mir, wir hätten den Zähler starten müssen. Das haben wir scheinbar nicht. Wir haben den Timer nicht aktiviert. Wir haben 0 Punkte. Schön, danke für die Info. Das weiß ich nicht. Ey, das sind die motivierenden Worte. Nasser, erschöpfter, Kämpfer, Bauch. Ich habe noch zwei Rauchgranaten, die wir jetzt hier rüberhauen könnten. Wenn die eingenebelt sind, durchs Wasser. Was machen wir denn jetzt? Flashbang und Kiko. Komm mal über das Wasser wieder hin.